Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und freuen uns, euch heute unsere Tiny House Treppe präsentieren zu dürfen. Wir haben diese nämlich jetzt endlich zusammengebaut bei unserem Tiny House Hersteller in Detmold und haben bereits eine Nacht somit auch im Loft verbringen können, weil wir ja jetzt hochkommen. Welche Materialien wir verwendet haben und wie wir uns so angestellt haben, das erfahrt ihr jetzt. In unserem vergangenen Video haben wir euch ja bereits gezeigt, wie wir die Trennwände unseres Tiny Houses gebaut haben im Innenraum. Gerne verlinken wir euch das auch nochmal, wenn ihr das verpasst habt. Wie auch in diesem Video möchten wir aber auch heute darauf hinweisen, dass diese Arbeitsprozesse, die wir euch zeigen, keine Bauanleitung sind. Wir sind Laien. Wir wissen, dass es mit Sicherheit auch bessere und schnellere Wege gibt, da ans Ziel zu kommen. Möchten euch einfach nur an dem Prozess teilhaben lassen. Das soll vorweg nochmal gesagt sein. Für die Treppe haben wir verwendet Leimholzplatten aus Fichte. 2,5 Meter waren die noch lang und 20 Zentimeter breit, 28 Millimeter stark. Ja, die gab es Gott sei Dank noch im Baumarkt. Ne? Wir hatten ja so ein paar Schwierigkeiten. Bei der Bestellung, ja. Wir haben vorher nicht mehr das Holz bekommen in den Maßen, wie wir es brauchten. Und wollten ja eigentlich auch ganz gerne mit Buche arbeiten, zumindest bei den Treppenstufen. Bei den Wangen hätten wir, glaube ich, so oder so mit Fichte gearbeitet. Haben sie dann allerdings gewogen und dann war die Buche auch relativ schnell raus. Ja, beziehungsweise es hätte schon Sinn gemacht, weil Buche einfach nochmal härter ist vom Material. Und gerade bei einer Treppe, die man täglich mindestens zweimal rauf und runter läuft, macht das schon Sinn. Ja, war nicht da, wir haben Fichte genommen. Das war auch ganz praktisch, weil wir demnach 3 große Platten vor Ort auch haben zuschneiden lassen. Das heißt, genau. Zweimal in 10 cm breite Wangen, die wir dann nur noch im Prinzip in der Länge anpassen mussten. Und dann entsprechend auch die Stufen, die wir mit 50 cm Breite, 20 cm Tiefe dann auch nochmal unterteilt haben. Das waren dann 10 Stück. Am Ende haben wir dann 9 Stufen gehabt. Als erstes wollten wir den Winkel der Treppe errechnen. Das haben wir gemacht, indem wir das Seil gespannt haben vom obersten Punkt der Treppe bis zum untersten Punkt der Treppe. Die Treppe ist 1 Meter lang und ergab somit einen Winkel von 69 Grad. Den Winkelmesser haben wir dann eingestellt und als Muster genommen, um dann auch entsprechend die Linien zu zeichnen. Genau, hier sieht man jetzt eine unserer Treppenwangen. Da haben wir den Winkelmesser entsprechend angehalten, mit einem Bleistift abgezeichnet. Was uns sehr geholfen hat, ist, dass wir jedes einzelne Element, ob jetzt Wange 1, Wange 2, als auch später die Treppenstufen, beschriftet haben, dass wir die später nicht vertauschen. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie wir den Winkel auch an der obersten Stelle des Hauses berechnet haben. Wir haben im Prinzip einfach ein Plättchen rangehalten, damit dann auch später der 90-Grad-Winkel zu unserem Loft selbst gut zugeschnitten werden konnte. Ja, und danach haben wir beide Wangen zusammengeklemmt und die Wange, die wir bereits zugeschnitten hatten, dann eben als Muster für die zweite Wange verwendet. Und somit dann wieder die Linien angezeichnet, damit wir auch wussten, welchen Bereich wir wegschneiden sollen. Hilfreich war hier auch die Führungsschiene, die ja auch im Winkel einstellbar war. Die haben wir dann entsprechend verwendet, das Holz oder die Wange auch mit einer Einhandzwinge befestigt, damit uns das nicht wegrutscht. Und waren mit dem ersten Schnitt eigentlich ganz zufrieden. Ja, war gar nicht so schlecht. Dann ging es auch schon gleich wieder ins Haus, als wir beide Wangen hatten. Es war ziemlich aufregend. Ich fand es sehr aufregend. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, auch gleich jemand ein Ergebnis zu sehen. Wir wollten natürlich schauen, ob wir auch die Winkel richtig errechnet haben und auch richtig zugeschnitten haben. Und haben uns dann geeinigt darauf, dass wir eine Stufenhöhe von 21 cm wählen. Ne? Genau. Und mit der Wasserwaage dann auch die Stufen entsprechend eingezeichnet in den Wangen. Das war gar nicht so einfach. Das hat uns auf jeden Fall viel Zeit gekostet. Wir wollten da ja auch keine Fehler machen. Hier sieht man es nochmal. Wir haben mehrmals nachgemessen, damit die Stufe auch wirklich gerade sitzt und wir zumindest auch im Endergebnis im Toleranzbereich bleiben. Und nachdem dann wir eine Seite sukzessive Stufe für Stufe eingezeichnet hatten, wartete auch schon die zweite Wange, denn da mussten wir ja exakt und auch parallel arbeiten. Und da haben wir uns auch wieder die erste Wange als Muster genommen. Ja, wir wollten einfach sicher gehen, dass wir natürlich genau gleich aufliegen. Die Treppen auch perfekt reinpassen. Dann haben wir mit der Oberfräse das Ganze eingefräst. Das war auch der erste Umgang für uns mit einer Fräse überhaupt. Wir haben vorher noch nie mit einer Oberfräse gearbeitet. Und auch das hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht in der Einarbeitung. Und nachdem wir mit der ersten Wange fertig waren, haben wir
ja, mal kurz geschaut, wie genau wir auch gearbeitet haben, wie das mit der Oberfräse überhaupt funktioniert hat. Ja, es war nicht ganz so genau, wie wir dachten. Also wir hatten jetzt bei unseren ersten Fräserfahrungen die Problematik, dass die Anzeichnungen, die eigentlich stimmen für das Brett, aber nicht zu dem Ergebnis geführt haben, wie wir es wollten. Einmal war entweder die Einfräsung doch zu schmal, dass wir super oft korrigieren mussten, oder eigentlich ein bisschen zu weit, dass es nicht so schön auf Press drin sitzt, wie wir das uns eigentlich wünschen. Das heißt, wir sind jetzt mit der einen Seite fertig, haben das andere, die andere Seite nochmal dran gehalten und werden jetzt nochmal die entsprechende Größe korrigieren, dass wir jetzt wirklich wissen, okay, wenn wir den Punkt treffen, dann sind wir identisch mit der anderen Seite, weil wir natürlich auch ein bisschen Sorge haben, wenn wir gleich die Bretter reinstecken, dass es nicht eben sitzt und wir dann im Prinzip die gesamte Höhe der Wange nochmal anpassen müssen. Genau, also wir korrigieren es jetzt hier nochmal. Hier im Prinzip auch das gleiche Spiel. So, und dann wird es einfach angeglichen und dann sehen wir auch super, das wird dann auf jeden Fall auch nachher passen. Nicht, dass unsere Stufen schief werden. Wir haben dann also die zweite Seite gefräst. Es war ja auch am Ende wichtig, dass die Stufen richtig reinpassen. Ich finde, wir haben uns da auch etwas besser angestellt. Es war auf jeden Fall ein etwas präziserer Ablauf. Okay, Vorführeffekt. Auf Press. Es muss ja auf Press sein. Guck mal, wie schön. Das heißt, wir haben eigentlich aus den Fehlern der ersten Fräsungen gelernt. Das Einzige, was komisch ist, ist, dass uns hier an der Seite immer mal wieder so kleine Dinge abchippen. Ja, das ist... Weiß ich auch nicht, wie das kommt. Ja. Das wird ein bisschen blöd aussehen, aber naja. Also, wir sind mit der Fräsung der Treppenwangen fertig geworden. Jetzt werden wir schauen, ob es auch tatsächlich passt. Das heißt, wir werden die Treppe jetzt zusammenstecken und hoffen, dass wir das Ganze gut bemessen haben. Ich bin da noch so ein bisschen unsicher, weil die erste Treppenwange war nicht ganz so auf Press, ne? Ein Gefühl dafür zu bekommen, ob wir auch wirklich gute Arbeit geleistet haben, haben wir die Treppe natürlich noch mal reingetragen, um zu sehen, ob der Winkel passt, ob alles gerade ist. Bevor es dann weiterging mit der eigentlichen Aufgabe, vor der ich mich ja so ein bisschen gedrückt habe, und zwar ging es darum, dass die Stufen auch abschließen sollten mit den Wangen, auf einer Höhe quasi. Und ja. Damit wir eben nicht zu oft die Säge umstellen müssen, werden wir jetzt bei allen 8 Brettern 1,9 cm per Gärungsschnitt hier rein, ding, 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 ding. Dann machen wir das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite. Würden wir bis hierhin, wie wir es bei unserem Testholz versucht haben, mit der Kreissäge durchgehen, dann fehlt uns ja trotzdem immer das Stück. Das heißt, mit der Japansäge müssten wir immer bei jedem Stück den Rest nochmal rausholen. Ja. Wir sind auf jeden Fall langsam genervt von der Treppe. Aber wir haben unsere Ansprüche, wir hätten es auch so lassen können wie eben, aber wir möchten einfach, dass die Stufen bündig abschließen. Das kostet uns bestimmt einen Tag extra, zumindest uns zwei als Laien, aber ja, wir machen das jetzt, wir quatschen nicht viel und am Ende werden wir ganz stolz sein. Wir haben also unsere kleine Arbeitsstraße gehabt, jeder hatte seine Aufgabe, das hat auch alles soweit gut funktioniert, auch wenn es seine Zeit gebraucht hat. Im Nachhinein ist uns dann erst zu Hause wieder aufgefallen, dass wir gar nicht mit der Japansäge das letzte Stück hätten raustrennen müssen, sondern dass wir auch einfach die Stichsäge hätten verwenden können. Naja, so Dinge fallen einem dann erst im Nachhinein auf. Da das Ganze einfach sehr, sehr viel Zeit gebraucht hat,
haben wir uns Gedanken gemacht über die Befestigung der Treppenstufen mit den Wangen und uns dazu entschlossen, Schrauben zu nehmen. Die jagen wir jetzt hier rein. Wir haben auch schon angefangen, um das mal zu testen und werden dann einfach, wenn das Haus bei uns ist, ganz in Ruhe das nochmal sauber abschleifen, mit Holzkit zumachen und dann wird das Holz ja sowieso noch grundiert und behandelt. Ja, das machen wir dann alles zu Hause, weil wir die Materialien nicht hier haben und das dann eher Schönheitsarbeiten sind. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Und es sieht danach aus, als würden wir heute die erste Nacht im Loft verbringen. Das ist meine Sicherheit, dieser Überstand. Der kommt aber hier auch noch hin, ne? Also über der Tür wird exakt der gleiche Überstand sein. Ich glaube, es sind jetzt 40 oder so. Ja, das haben wir noch nicht gemacht, weil wir jetzt erstmal die Treppe anbringen wollen, dass man auch mal aufs Loft kann. Wie wir die Trennwände gebaut haben, haben wir ja bereits im letzten Video gezeigt. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt, weil es ein sehr, sehr wichtiger Schritt war, bevor wir tatsächlich die Treppe befestigen konnten. Daher haben wir auch bis tief in die Nacht gearbeitet, damit wir oben in unserem Loft schlafen können. Es war nämlich die letzte Nacht vor Abfahrt und wir wollten unbedingt dieses Projekt auch abschließen und einmal in dem Loft geschlafen haben, um auch ein Gefühl fürs nächste Mal zu entwickeln und einfach auch sicherzustellen, dass die Treppe fest installiert ist. Wir haben mit der rechten Wange begonnen und die Treppe direkt mit der Wand fest verbunden und im Anschluss dann erst die linke Seite, damit wir, weil die Treppe auch ganz schön auf Spannung war, definitiv in Waage befestigen können und haben dann auf der linken Seite auch mit zwei Winkeln gearbeitet, um einmal direkt in den Boden auch zu verankern, aber auch im Ständerwerk selbst. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir uns für diese Treppe entschieden haben und nicht für die, die wir ja bereits geplant hatten damals. Sie lässt sich noch ganz gut laufen, auch abwärts. Ja, und oben wirkt natürlich der Raum jetzt ganz anders. Ich weiß, dass ich runterkomme jederzeit und auch wieder hochkomme. Und wir haben auch einen sehr, sehr schönen Tritt hinaus auf unseren Balkon. Und sind auch im Nachhinein froh, dass wir dann die Leiter nicht mehr verleimt haben. Das hätte uns wahrscheinlich noch ein oder zwei Tage gekostet. Bestimmt. Und irgendwann beginnt man auch nach 12 oder 16 Stunden Arbeitstagen auch schneller Entscheidungen zu treffen, zu sagen, nee, komm, wir machen das jetzt doch anders. Hauptsache, diese Treppe wird fertig. Wir möchten uns an dieser Stelle auch entschuldigen bei euch für die Lichtverhältnisse bzw. für das Bild. Ilan meint das Flackern, falls es noch nicht aufgefallen ist. Die Frequenz, genau. Die ist sehr störend. Wir wurden darauf ja schon mal angesprochen. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Also hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es wird weitergehen. In 2 Wochen sind wir wieder vor Ort. Und wir sagen bis dahin, bis kommende Woche. Tschüss. Ich habe ein Stück Plastik von der Führungsschiene abgeschnitten aus Versehen. Und jetzt, hier war eigentlich noch das dran. Sehr gut. Aber wir wissen jetzt zumindest, wie man diese Führungsschienen hier befestigt und finden das gut. Okay. Und mit den Zwingen geht das einfach nicht klar. Vielleicht machst du die mal ab und setzt die hier unten. Aber warte, Brandon, du wirst dich so schnappen. Ich hab doch gesagt. Vielleicht kommst du mal da raus. Okay, ich will nur einmal sehen, dass sie dran ist. Ja, wir schrauben die einfach fest. Die ist mega schief. Ihr solltet hier fertig machen. Sonst macht es ja nicht und dann stimmt es nicht und dann könnt ihr nichts mehr ändern. Das ist ja doof. Das ist